Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu meinem Freundeskreis gehören Männer, die in ihrem Bereich wirklich Fachleute sind. Und wenn ich mit denen dann spreche über das, was sie so beruflich betreiben halt, beziehungsweise als Hobbys machen, ist es immer interessanter, so Einblicke in fremde Lebenswelten zu bekommen. Und wenn die dann so ins Dozieren geraten halt, da lernt man nochmal was über andere Dinge, vor allen Dingen, wovor man sich zu hüten hat. Also ein Freund von mir, promovierter Betriebswirt halt, mit dem ich über Anlagen gesprochen habe, und dann hat er mal so einen Satz rausgehauen, hat er gesagt, wenn dir irgendeiner mehr als 10% Verzinsung auf deine Anlagen bietet, sofort Rückwärtsgänge, das ist nichts Seriöses. Hüte dich davor, wenn dir heute einer zweistellige Renditen verspricht. Das war so ein finanzielles Hüten, was man nicht machen sollte. Anderer Freund von mir ist begeisterter Bergsteiger, war auch schon Himalaya, hat sogar schon mal den 8000er gekratzt, halt, war zwar nicht drauf, halt, und er hat dann von dieser Expedition berichtet und hat er mir ausführlich gesagt, was passiert, wenn man in diesen Höhen Höhenkrankheit bekommt. Er sagt, wenn du irgendwie in Alpen bist, so auf 2500 Meter, das ist nicht so dramatisch, aber bei 7000 Meter, du wirst höhenkrank, weil das hat er erlebt, sofort absteigen. Also musst du dich verhüten, wenn du Bergsteiger bist und wenn du dann in hohen Höhen Schwindel bekommst, Halluzinationen hast oder sowas, da muss man sich verhüten, nicht mehr weitergehen, Rückwärtsgang, sofort zurück. Gestern sprach ich mit einem meiner ehemaligen Schulkameraden, Hubschrauberpilot halt, mit ihm sprach ich dann auch über dieses Thema, sagte, kannst du nur mal sagen, bevor man sich hüten muss als Hubschrauberpilot, und er brach sofort aus ihm raus, da sagte er also, das, was wir unseren Leuten beibringen, wenn die das Fliegen lernen, ist eins, hütet euch davor, einen Hubschrauber zu fliegen ohne einen Flugplan. Das ist ganz wichtig, dass bevor man so eine Maschine besteigt, dass man einen Flugplan hat, dass man weiß, wie das Wetter wird, wie das Gelände beschaffen ist, durch das man fliegt, dass man das Fluggerät gut kennt und gewartet hat. Und ohne Flugplan, sagt er, das gibt sofort die Katastrophe, es geht einmal, es geht zweimal gut, aber wenn du dann in der Luft Probleme kriegst, keinen Plan B hast, nicht weißt, wie die Dinge funktionieren, du kannst nicht rechts ranfahren, also davor muss man sich hüten, ohne Flugplan zu fliegen. Warum erzähle ich Ihnen und euch das? Nun, auch ich kann etwas dazu beitragen, wovor man sich zu hüten hat. Nichts Finanzielles, da habe ich wirklich keine Ahnung von, auch nichts, was Bergsteigen oder was Hubschrauberfliegen angeht, das nicht, aber wovor man sich im Geistlichen zu hüten hat. Und darüber möchte ich gleich predigen, und zwar anhand des Predigttextes, den ich mitgebracht habe. Es sind die Verse, die eben um unseren Wochenspruch herum gruppiert sind. Der Wochenspruch, der da lautet, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und die Verse, die darum stehen, die möchte ich uns heute lesen zu diesem Gottesdienst zum Thema Verstockung. Wir hören Hebräer 3, die Verse 12 bis 15. Hütet euch davor, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die anfängliche Glaubenszuversicht bis ans Ende unerschütterlich festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese ernsten Verse aus dem Hebräerbrief für unser Leben und unser Glauben. Und wir wollen jetzt die Predigt darüber hören. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du selber diese Predigt segnest durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir verstehen können, wo wir gemeint sind, wo du uns ansprichst. Und das wollen wir bitten, Herr, dass da, wo wir das hören, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern sie öffnen, auf dass dein Wort in unserem Herzen für unseren Glauben, für unseren Segen Frucht bringen kann. Dass das gelingt und geschieht in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen.
Ich habe die Predigt überschrieben, wovor ein Christ sich hüten soll. Eine eindringliche Warnung. Und ich habe nicht einen Punkt mitgebracht, sondern vier Punkte. Diese vier Punkte haben aber alle miteinander zu tun. Da geht der eine in den anderen über. Aber vier Punkte, wofür wir uns hüten sollen als Nachfolger Jesu Christi. Erstens vor dem Betrug der Sünde. Zweitens vor der Verstockung der Herzen. Drittens vor dem Abfall vom Herrn. Und viertens vor dem Nicht-Festhalten bis zum Ende. Das Erste, wofür wir uns als Christen zu hüten haben, ist der Betrug der Sünde. So heißt es hier, hütet euch davor, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Die Verstockung und der Abfall, wo es gleich in Punkt 2 und 3 darum geht, wird durch den Betrug der Sünde bedingt. Der Widersacher geht durch diese Welt und kämpft gegen das Wort Gottes. Gott hat uns ein heiliges und lebendiges Wort gegeben, damit wir auf den schmalen Weg zur Ewigkeit finden. Und der Widersacher versucht immer wieder, uns von diesem Pfad runterzuziehen, auf den breiten Weg. Und das, was er am allermeisten versucht, um das zu tun, ist der Angriff gegen das Wort Gottes. Das ist die älteste Flöte der Welt, so hat es einmal Wilhelm Busch gesagt, die älteste Flöte, auf der der Teufel sein Lied spielt. Wie im Paradies bei Adam und Eva, es ergeht die klare Weisung, ihr sollt nicht essen. Und der Teufel stellt das in Frage. Sollte Gott gesagt haben. Da geht es los. Der macht nichts Brutales, dass er Eva mit einer Krankheit schlüge. Er geht nicht hin, dass er irgendwelche Schmerzen oder irgendwelches Leid schickt. Nein, er stellt ganz banal das Wort Gottes in Frage. Und zwar so, dass Eva und Adam es entscheiden müssen. Sollte Gott gesagt haben. Und so wirkt der Widersacher bis zum heutigen Tag, dass er uns immer wieder angreift, dass er immer wieder in unserem Leben versucht, mit dem Betrug der Sünde uns wegzuziehen vom heiligen und lebendigen Wort Gottes. Die Bibel sagt das eindeutig und warnt davor an vielen Stellen. Johannes 8 sagt Jesus, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und dann kommt es, wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater aller Lüge. 2. Timotheus 4 lesen wir, dass eine Zeit kommen wird, da man nicht mehr beim Wort Gottes bleibt, sondern dass man sich Fabel und Märchen aufladen wird und dass man danach die Ohren ausrichtet, wonach einem die Ohren jucken, was man gerne hört. Das ist alles gemacht vom Widersacher. Er schickt den Betrug der Sünde in diese Welt und das Grundlegende, was er tun kann, um uns zur Sünde zu ziehen, ist, dass er das Wort Gottes in Frage stellt. Wenn es so heißt in den 10 Geboten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, und wir dann überlegen, ob so eine Notlüge, auch das ist ja so ein Betrug der Sünde, eine Notlüge, als ob es eine Not gäbe, wo man lügen kann, ob das etwas ist, was wir vielleicht in der nächsten Woche im Betrieb anwenden, damit das, was wir vielleicht verbockt haben, nicht ganz so schlimm wird. Dann müssen wir überlegen, wo stehen wir denn? Gehen wir auf den Betrug der Sünde ein oder bleiben wir beim Wort Gottes? Wenn es da heißt, du sollst nicht Ehe brechen, aber die Sekretärin, die neue, die ist aber sowas von attraktiv halt. Und es wird keiner mitkriegen. Und kann denn Liebe Sünde sein? Und überhaupt in der EKD und in der katholischen Kirche, es wird doch alles liberaler. Da könnte man doch mal. Oder gilt das Wort Gottes, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Sonntagsheiligung, du sollst den Sabbat heiligen. Ja gut, das ist das längste der Gebote, wird zweimal unterschiedlich sogar begründet halt. Aber ja, meine Güte, wusste denn der liebe Gott davon, was heute so sonntags alles möglich ist, was man alles machen kann? Und wie schön das ist, einfach mal länger mit der Familie im Bett liegen zu bleiben und zu frühstücken halt, nicht einen Ausflug zu machen. Oder ich bin so ein wichtiger Geschäftsmann halt, es geht nicht anders, 6 Tage reichen mir nicht, ich muss auch den 7. noch arbeiten, weil das Geld muss rein, Dienst am Mammon. Wird er schon nicht so krumm nehmen, der lebendige Gott? Oder
diese Grundlüge, dieser Betrug der Sünde, diese 3 Gs, die er uns immer wieder anbietet, der Teufel. Geld, Gesundheit, glückliche Familie. Wenn die 3 Gs stimmen, dann läuft doch das Leben, dann ist doch alles in Ordnung. Was interessiert mich dann das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das ist das Wichtigste, die Gottesbeziehung. Was stimmt denn jetzt? Seht ihr, so kommt der Betrug der Sünde in unser Leben, manchmal ganz, ganz unterschwellig. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir sofort aufpassen. Wie bei der Kontaminierung, wir sind ja heute alle Experten durch Corona im Desinfizieren. Wie wenn so ein Operationsbesteck im OP auch nur ein bisschen kontaminiert ist. Da muss es desinfiziert werden, da muss es weg, und so ist es mit dem Betrug der Sünde. Sobald ein bisschen was anfängt, so eine ganze Kleinigkeit, weg damit unter das Kreuz. Denn wenn wir dem Betrug der Sünde nachgehen und gegen das uns wenden, was wir klar erkannt haben, dann hat das Konsequenzen. Das hat Konsequenzen vor dem lebendigen Gott. Wenn du 40 Jahre lang 2 Schachteln Rothändler rauchst, dann kannst du damit rechnen, dass du Lungenkrebs kriegst. Das Rauchen hat Konsequenzen. Wenn du 10 Jahre dir nicht die Zähne putzt, keine Mundhygiene betreibst, dann musst du damit rechnen, dass du Karies und Parodontose kriegst. Aber bei einer Sache kannst du dir ganz sicher sein, dass der Sold der Sünde, das, was du kriegst, wenn du der Sünde nachgehst, immer der Tod ist. So steht es im Römerbrief halt. Der Sünde-Sold ist der Tod. Nicht immer direkt der biologische Tod, auch nicht direkt der ewige Tod. Aber alles, was an Sünde läuft, führt zu Tod, zu zwischenmenschlichen Toden, zu gesellschaftlichen Toden halt. Zu Tod in der Beziehung vor allen Dingen mit dem lebendigen Gott. Und da müssen wir aufpassen vor dem Betrug der Sünde, denn wir sind und bleiben alle Sünder. Auch das ist ja etwas, was ganz viele Leute nicht wahrhaben wollen. Es gibt ja so die falsche Lehre, so nach dem Motto, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann sei die Sünde draußen. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit, das ist Jesus, ist nicht in uns. Das ist der Betrug der Sünde. Wir müssen wissen, dass wir als Sünder empfänglich für Sünde sind und dass wir aufpassen, dass wir der Sünde nicht nachgeben. Diesen Betrug der Sünde, mit dem der Widersacher uns immer wieder ziehen will. Hütet euch vor dem Betrug der Sünde, denn wenn wir dem Betrug der Sünde nachgehen, dann passiert ein zweites, die Verstockung der Herzen. So heißt es hier 2-mal in unserem Predigtext, hütet euch davor, dass nicht jemand unter euch verstockt werde. Hütet euch davor. Und dann heißt es in dem Wochenspruch, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Also wenn dann in deine sündige Existenz, in das hinein das Wort Gottes fällt, dann nicht verstocken, nicht verhärten. Verstockung heißt, wenn man dieses Wort sowohl vom Hebräischen wie auch im griechischen Text übersetzt, halt so viel wie Unglaube, Ungehorsam, Hartherzigkeit gegenüber dem Wort Gottes. Das ist zunächst einmal die Verstocktheit immer in Bezug auf den Wort Gottes, auf das Wort Gottes. Und dieser Unglaube, dieser Ungehorsam, diese Hartherzigkeit führt dann ganz häufig zu einem Ablehnen des Wortes Gottes, dass man klar sagt, mache ich nicht, ich mache das andere, wozu mich der Betrug der Sünde verführt. Und das gibt dann wieder einen sich nach unten verstärkenden Prozess, der furchtbar ist. Nämlich, dass je ungehorsamer ich dem Wort Gottes gegenüber bin, je verhärteter mein Herz gegenüber dem Wort Gottes ist, desto stärker komme ich in die Verstockung hinein, weil Gott dann diesen Prozess verstärkt. Wir haben das eben gehört in der ersten Lesung, Psalm 81. Nachdem Israel immer ungehorsamer wurde, da hat er sie dahingegeben in die Verstocktheit. Es gibt einen Punkt, wo dieser Gott sich nicht veräppeln lässt, wie so ein alter Opa, zu dem du als Enkel immer wieder kommen kannst, und weil er halb senil ist, kannst du zu dem sagen, Opa, hast du noch mal 100 da, und er schiebt immer was rüber, egal was ich getan habe. So ist Gott nicht, davor warnt die Bibel. Ab einem gewissen Punkt gibt Gott die Menschheit dann auch in die Verstockung hinein, bis hin, dass sie auch zum Abfall kommen. Obwohl das nicht sein Wille ist. Lest es nach, bei dem Pharao, 2. Buch Mose, mit all den Plagen, da wird das ausführlichst berichtet.
wie Mose klare Worte sagt, der Pharao nicht gehorchen will, dann kommt die Plage, so ein bisschen merkt er, korrigiert, aber dann zieht er es wieder zurück und heißt es immer wieder, und der Herr verstockte sein Herz. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Aber nicht nur bei den Feinden des Volkes Gottes ist es so, wenn sie ungehorsam sind, dass er das Herz verstockt. Auch bei denen, die zu ihm gehören, ist irgendwann, wenn sie, ich sage das jetzt mal so, pfeifen auf sein Wort, dass er dann auch sagt, dann ziehe ich meine Gnade und meinen Segen zurück. Jesaja 6 lesen wir bei der Berufung des großen Propheten. Als er dann sagt, ja, wen soll ich denn als Propheten senden? Jesaja sagt, sende mich. Und dann bekommt er den Auftrag, ich lese es vor. Geh hin und sprich zu diesem Volk, es ist das Volk Israel, kein fremdes Volk. Höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das sind Worte des lebendigen Gottes, der eigentlich will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber ab gewissen Punkten des Ungehorsams schickt er die Menschheit in die Verstockung bei seinem Volk. Und dann kommen Leute daher und ich sage, ja, aber das ist doch der Gott des alten Bundes. Hütet euch vor so einer Lehre. Der Gott des alten Bundes, der mit Israel ging, ist exakt genau derselbe Gott, der uns auf Golgatha erlöst hat in Jesus Christus. Da ist keinerlei Unterschied. Und gerade an diesem Punkt der Verstockung kann man es ausgezeichnet merken. Wir haben eben das Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes gehört als Evangelium für diesen Sonntag. Und da fragen dann die Jünger Jesus, ja, warum erzählst du das denn alles in Gleichnissen? Und dann sagt Jesus genau in Bezug nehmend auf diese Jesaja 6 Stelle, dass mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit Ohren, hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen, um sich zu bekehren und ich ihnen helfe. Das ist jetzt die Auslegung, wie es im Matthäus-Evangelium steht. So ist es auch bei dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Es gibt einen Punkt, wenn das Wort Gottes abgelehnt wird, wenn bewusst sich gegen das gewandt wird, was der Herr und Heiland uns sagt, dass er dann irgendwann seinen Segen zurückzieht. Ich habe am Mittwoch in der Bibelstunde hier drüber gesprochen, dass es einen selbstverstärkenden Prozess nach oben gibt im Glauben, wie du im Glauben wachsen kannst. Du bist gehorsam im Glauben und dann wächst dein Glaube. Und je mehr du glaubst, desto gehorsamer wirst du. Das ist eine Spirale, die sich selber bedingt. Das ist ein Zirkelschluss. Je gehorsamer du wirst gegenüber dem Wort Gottes, desto gläubiger wirst du. Und je gläubiger du wirst, desto gehorsamer wirst du gegenüber dem Wort Gottes. Das ist eine Spirale, die zieht sich nach oben. Aber die gibt es genauso auch leider nach unten. Je ungehorsamer du dem Wort Gottes wirst, desto stärker ist der Unglaube in deinem Leben. Und das ist etwas, was Gott genauso bedingt wie das andere. Bei dem ersten Punkt, Glaube, Gehorsam, schenkt er seinen Heiligen Geist, dass der Glaube wächst und du gehorsamer wirst. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn der Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes immer latenter wird und die Menschen nicht mehr wollen, dann sagt er, dann verstocke ich sie. Verstockung ist nicht etwas, was wir selber allein nur machen. So beginnt es. Aber ab einem gewissen Punkt kommt der lebendige Gott hin und verstockt die Herzen der Menschen. Und die werden dann dafür zur Rechenschaft gezogen. Heißt es nicht, naja, hat ja Gott gemacht. Nein, da ist die Bibel eindeutig, dass sie dann in die Verstocktheit gekommen sind und dass sie dann abgefallen sind. Dafür ist dann der Mensch verantwortlich, dass er sich hingegeben hat dem Betrug der Sünde. Deshalb mahnt uns Gott, verstockt eure Herzen nicht. Das ist der Wochenspruch. Ich weiß, das ist keine Predigt, wenn ich heute Nachmittag nach Hause komme, wo dann, was weiß ich, 20 E-Mails sind, so wie wenn man eine Predigt hat. Gott ist ein helfender Gott. Also wenn ich über Psalm 50, 15 Predige halte, ne, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst meinen Namen preisen, dann weiß ich, oh, das tut vielen Leuten gut. Ich weiß, dass das viele Leute nicht hören wollen, dass ihnen das nahe geht und dass sie sagen, ich will nicht. Das hat aber zu tun mit dem Widersacher, der mit dem Betrug der Sünde sagt, das sollst du nicht hören. Und das ist eben die Meinung von dem Latzel, ja meine Güte, der kommt aus dem Siegerland, ist da gebürtig her, da sind die eben so ein bisschen pietistisch fromm, aber für dich doch nicht. Nein, Wochenspruch für dich lautet, heute, wenn du meine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Das ist ganz wichtig. Und was können wir tun, damit diese Verstockung nicht stattfindet? Nun, wir haben es eben in der Lesung fürs Evangelium gehört, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, hört immer wieder aufs Wort Gottes. Füllt euch mit dem Wort Gottes. Füllt euch mit dem Wort Gottes. Lest jeden Tag in der Bibel. Hört bibeltreue Verkündigung. Und
dann seid auch Täter des Wortes. Und ein zweites, was wir tun können, um gegen die Verstockung des Herzens anzugehen, haltet an Jesus Christus fest. Da kommen wir gleich im letzten Punkt noch zu. Aber wichtig erstmal, hütet euch vor der Verstockung eurer Herzen gegenüber dem Wort Gottes. Denn dann kann etwas passieren, was mit das Furchtbarste ist, was man sich vorstellen kann, nämlich der Abfall vom lebendigen Gott, der Abfall vom Herrn. Das ist der dritte Punkt der Predigt. Da heißt es, hütet euch davor, liebe Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Und jetzt weiß ich auch schon, was wieder kommen wird, dass mir Leute dann erklären werden, ja, Herr Latzel, Sie haben ja nicht richtig aufgepasst, man kann ja gar nicht abfallen vom lebendigen Gott. Es gibt doch so viele Bibelstellen halt, nicht? Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Engel noch Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Oder Johannes 10 halt, nicht meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber da steht's doch, nicht einmal wiedergeboren, kann mir nichts mehr passieren. Dann sage ich den Leuten immer wieder, und deshalb schreiben Sie bitte keine E-Mail diesbezüglich, ich würde Ihnen nichts anderes schreiben. Sie müssen immer wieder gucken auf den Genus Verbi. Der Genus Verbi meint aktiv und passiv. Ja, da ist die Bibel eindeutig. Niemand kann mich aus der Hand des lebendigen Gottes reißen. Niemand. Wenn ich das nicht möchte, passiert das nicht. Da kann nichts an mir passivisch passieren. Egal welche Macht da kommt. Wenn ich bei Jesus bleiben will, egal wie klein meine Kraft ist, kann mir nichts passieren, Halleluja. Aber dieser mich liebende Gott zwingt mich nicht, bei ihm zu bleiben. Ich kann gehen, wie der verlorene Sohn in Lukas 15 gegangen ist. Liebe zwingt nicht. Die lässt die freie Wahl, zu bleiben oder zu gehen. Und das ist genau der Punkt. Ich kann aktiv gehen und mich von ihm entfernen. Und das ist dann der Abfall. Nochmal, passivisch nicht, das muss man immer wieder ganz genau zusammenbringen. Es sind ganz viele Dinge, die in der Theologie mit dem Genus Verbi, mit aktiv und passiv zu tun haben. Die Gnade Gottes, die kann ich nicht aktiv erwerben. Da kann ich tun und lassen, was ich will. Das sagt die Bibel, knallhart geht nicht. Aber du kannst sie dir schenken lassen. Passivisch kannst du sie annehmen halt. Und genauso auch beim Abfall. Und die Bibel sagt das eindeutig und da hilft es auch nichts, wenn man sich dann versucht rauszureden, so nach dem Motto, ja, die waren gar nicht richtig wiedergeboren. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt eindeutig, du kannst abfallen. Ich lese es vor, Hebräer 6, drei Kapitel später. Ich lese ganz deutlich vor, damit es alle noch einmal hören, weil ich weiß, dass da viele Leute kommen und sagen, das geht nicht. Doch, das geht. Das ist eine Irrlehre. Eine Irrlehre. Das, was hier gesagt wird als erstes Wort in unserem Predigtext, hütet euch davor, sagt Paulus immer wieder, wenn er vor Irrlehrern warnt. Und es ist eine Irrlehre, wenn gesagt ist, man kann nicht abfallen vom Wort Gottes. Hebräer 6 heißt es, es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Ganz eindeutig, wer wiedergeboren ist, erleuchtet worden ist, die himmlische Gabe Anteil bekommen hat, der den Heiligen Geist hat, und dann doch Gott leugnet, Jesus leugnet, kannst du nicht mehr erneuern, da geht es nicht mehr. Das ist das, was die Bibel sagt in der Sünde vom Heiligen Geist, den Sünden gegen den Heiligen Geist. Matthäus 12 heißt es, wer etwas redet gegen den Menschensohn, das ist Jesus, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, nicht in dieser und auch nicht in jener Welt. Und da ist es nicht, dass man irgendwann mal als Jugendlicher, obwohl man gläubig war, einen schmutzigen Witz über Jesus oder über den Heiligen Geist gemacht hätte, sondern man hatte die Erkenntnis des lebendigen Gottes und dann hat man sich von dieser Erkenntnis durch den Betrug der Sünde, durch die Verhärtung des Herzens abgewandt. Und wenn das passiert, dann ist ab einem gewissen Punkt bei Gott Schluss. Ich kann das nicht detektieren. Ich kriege immer wieder so Anrufe von Leuten, die fragen, Herr Latzel, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan? Also ich kann immer wieder nur dann sagen, Halleluja, wenn Sie diese Frage allein stellen, dann haben Sie die niemals getan. Weil wenn die Sünde gegen den Heiligen Geist getan worden ist, da hält man die ganze Lehre der Bibel für den letzten Blödsinn. Jesus Christus ist dann maximal noch irgendwie ein frommer Menschenlehrer gewesen, aber gar nichts mehr. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, halt, wenn ihr euch auch nur ein bisschen Kummer macht darüber, die Sünde gegen den Heiligen Geist getan zu haben, dass ihr sie getan hättet. Aber wir dürfen uns auch nicht in Sinnsicherheit wiegen, dass wir da nicht reinfallen. Denn wenn wir dem Betrug der Sünde nachgehen, wenn wir ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes sind, wenn unser Herz sich zunehmend verhärtet, kann auch uns das passieren. Nochmal,
Sünde gegen den Heiligen Geist und Abfall hat nichts zu tun mit Zweifel. Die haben wir alle. Hat nichts zu tun mit Schwächeperioden im Glauben. Haben wir alle. Hatten alle großen Gottesmänner, alle großen Gottesfrauen. Haben wir alle halt. Ne? Hat nichts zu tun damit, dass wir immer wieder auch sündigen. Hat nichts damit zu tun mit der Erbärmlichkeit unserer Nachfolge, wo Jesus Christus sich im Himmel für uns eigentlich schämt. Hat selbst nichts damit zu tun, das lesen wir an Petrus halt, der den Heiland verleugnet. Das alles hat nichts mit Abfall und Sünde gegen den Heiligen Geist zu tun. Abfall heißt die bewusste Trennung von der Wahrheit von Jesus Christus, nachdem ich diese Wahrheit im Heiligen Geist erkannt habe. Das ist Abfall. Alles andere vergibt der lebendige Gott immer und immer wieder. Das ist gar kein Problem. Wir dürfen uns die Heiligung bemühen, besser zu leben, halt durch seine Kraft. Aber den Abfall ist etwas ganz Furchtbares halt, was der Herr nicht vergibt. Da gibt es einen zu spät. Ich kann das nicht detektieren. Wenn mich dann Leute fragen, ja, ist mein Sohn jetzt abgefallen? Der hat mal und jetzt nicht mehr. Sage ich immer, da gibt es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der ist auch weg, ist wiedergekommen. Ich kann das nicht sagen, aber Gott wird das eines Tages feststellen. Ob er jemanden wieder auferweckt bei der ersten Auferstehung oder ob er ins Gericht muss bei der zweiten Auferstehung, dann verdammt wird für alle Ewigkeit. Aber nochmal, das ist etwas, was es gibt. Am Ende der Zeiten spricht die Bibel davon, dass es einen großen Abfall gibt. Bevor Jesus Christus wiederkommt, werden viele derer, die zum lebendigen Glauben gehört haben, zu Jesus Christus abfallen. Davon spricht die Bibel. Und die Bibel sagt eindeutig, dass diejenigen, die nicht davor warnen und die Leute da in so einer falschen Gewissheit lassen, als gäbe es keinen Abfall vom Glauben, als sei das nicht möglich, dass das etwas Furchtbares wäre. Ich lese etwas aus der Gemeinderede Jesu, Matthäus 18. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass er einen Mühlstein an seinen Hals hängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführung wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Weh den Menschen, die zum Abfall verführen, so heißt es da wiederholend, dreimal in diesem Text, weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Deshalb heute Morgen auch nochmal, ich sage jetzt mal, so eine deutliche Warnung, dass ihr da nicht sagt, naja, unser Pastor, der war da ein bisschen lockerer. Der ist da so mit der Irrlehre um die Ecke gekommen, man kann ja nicht abfallen, damit wir uns in Sicherheit wiegen können, damit uns heute Nachmittag der Kaffee besser schmeckt. Nein, wir können abfallen. Und hütet euch davor. Das ist eine große Gefahr. Die ultimative Gefahr. Also nochmal, wenn ihr irgendeinem finanziellen Betrüger, wie ich eben zu Beginn sagte, auf die Schliche kommt, nicht, und ihr investiert in etwas, wo ich einer 20% Rendite versprochen habe und ihr verliert euer ganzes Gehalt, ja prima, dann ist das Geld weg. Das ist nicht schön, aber das ist nicht dramatisch. Selbst wenn ihr im Himalaya klettert und irgendwann Höhenkrankheit habt, weitergeht und ihr sterbt, weil ihr nicht aufgepasst habt, ihr seid bei Jesus, letztlich ist auch nicht so schlimm. Aber der Abfall vom lebendigen Gott, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ewiges Getrenntsein vom heiligen und ewigen Gott. Deshalb will ich da noch einmal ganz klar vorwarnen, halt, hütet euch davor, dass ihr, wie gesagt, über den Betrug der Sünde, über die Verhärtung der Herzen zum Abfall gelangt. Und ein Viertes, wovor wir uns verhüten haben, vor dem Nicht-Festhalten bis zum Ende. So heißt es hier im Vers 14, wir haben an Christus Anteil bekommen. Haben wir eben auch schon gehört bei Hebräer 6 halt nicht. Und dann haben Leute das losgelassen halt. Wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die anfängliche Glaubenszuversicht bis ans Ende unerschütterlich festhalten. Ach, das ist ein fantastischer Text, dieser Vers 14, dieses ganze Hebräer 3 Worten. Unerschütterliches Festhalten. Jetzt sage ich euch was, es kommt dann nicht auf eure Kraft an. Ihr könnt so mickrig sein in eurer Kraft, wenn ihr das nur wollt. Ihr liegt da nieder, könnt nichts mehr. Wenn ihr nur stöhnt, Herr, halt du mich fest, ich will bei dir bleiben. Dann wird die Hand des lebendigen Gottes dich halten, dann kann dir nichts passieren. Aber wenn du ihn ablehnst, dann wird er nach und nach die Hand zurückziehen. Deshalb bleib an Jesus, streck dich in deiner Schwäche, in deiner Sündhaftigkeit, in der Erbärmlichkeit deiner Nachfolge immer wieder der Hand des lebendigen Gottes entgegenhalt. Er sagt dazu in Jesaja 41, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich will nicht, dass jemand heute nach Hause geht und sagt, naja, der Pastor Latzel hat uns ja nur angepredigt und uns Angst gemacht. Ich will keine Angst machen, auf gar keinen Fall. Gott sagt dir, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du bei mir bleiben willst, ist alles in Ordnung, dann kann dir nichts passieren. Aber bitte, 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 sagt der lebendige Gott, nicht meine Hand loslassen. Und egal wie schwach du bist, egal wie erbärmlich nochmal deine Nachfolge ist, egal wie sündhaft, halt meine Hand, die ich auf Golgatha für dich durchbohrt habe, für all deine Schwachheit, all deine Sündhaftigkeit, all das, was nicht klappt. Aber halt diese Hand, schlag sie nicht aus.
Ich erzähle an dieser Stelle gerne immer, wenn ich hier über die Pfand Gottes festhalte, zu sagen, dass uns da nichts passieren kann. Ein Beispiel über das teuerste Gebäude, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Das teuerste Gebäude, was wir haben, das ist der ehemalige Regierungsbunker in Ahrweiler bei Bonn. Das hatte man in Zeiten des Kalten Krieges als Ausweichregierungssitz geplant und auch gebaut. 17 Kilometer Anlagen unterirdisch, mit eigener Wasserversorgung, Stromversorgung halt, eine eigene Stadt, wo hätten hunderte Menschen leben können, eben die Regierenden, falls ein Atomkrieg passiert wäre, wären die dort alle reingekommen. Seit 1997 ist der nicht mehr in Betrieb. Aber in diesem Bunker wäre man sogar gegen eine mittlere Atombombe gefeit gewesen. Wenn die oben drauf geschlagen wäre, dann hätte es richtig gerumst, ganz klar, aber es wäre einem nichts passiert. So, und jetzt stellt euch mal vor, wir haben so einen Sturm wie am letzten diesem Wochenende halt. So, und du sitzt nicht zu Hause, bei mir zu Hause hat es ganz schön am Dach gebälkt, da gerüttelt halt, das war bei den Mäusen bei euch vermutlich auch so, aber du sitzt in diesem Bunker drin und draußen blitzt und donnert. Da kannst du dir sagen, hier drin kann mir nichts passieren. Hier kann mir nichts passieren, ich bin sicher. Das ist mithin der sicherste Ort, den wir in Deutschland haben. Aber wenn du rausgehst, den Bunker verlässt, dann kann dir der Sturm etwas anhaben. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. Solange du seine Hand festhältst, da bist du safe. Da kann dir nichts passieren. Aber das sollen wir machen. Wir sollen ihn festhalten, diese Hand festhalten. Davon spricht die Bibel immer wieder. Nicht ihn verlassen. Hebräer 4 heißt es. Wenn wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der den Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, eben an dem Bekenntnis zu ihm. Deshalb sprechen wir auch immer wieder die Bekenntnisse jeden Sonntag hier im Gottesdienst. Festhalten an diesem Glauben. Hebräer 6 heißt es, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und Geduld Verheißung ererben. Festhalten. Als die 10 Gebote im Alten Testament ein zweites Mal gegeben werden, in 5. Mose 5 halt, da heißt es dann in 5. Mose 6, als das alles gesagt worden ist, du sollst das hören und festhalten, was Gott dir hier sagt, auf dass es dir gut geht. Wir sollen festhalten an Jesus Christus. Hütet euch davor, den Heiland, egal in welcher Lebenssituation, loszulassen. Haltet ihn fest. Und wenn ihr ihn festhaltet und an seinem Wort bleibt, dann ist alles, wovon ich euch heute in der Predigt erzählt habe, für euch perdu. Dann könnt ihr das direkt vergessen. Wenn ihr sagt, ja gut, der Latzel hat nochmal gewarnt, aber das werde ich nie machen. Halleluja, wenn du das nicht machst, die Hand des lebendigen Gottes, diese Hand, die wie gesagt auf Golgatha für dich gestorben ist und durch diese Hand, der das ganze Weltall gemacht hat, dann kann dir nichts passieren. Aber hüte dich davor, diesen Jesus Christus loszulassen, dann werden furchtbare Dinge passieren. Wovon ein Christ sich hüten soll? Eine eindringliche Warnung, erstens der Betrug der Sünde, zweitens die Verstockung der Herzen, drittens der Abfall vom Herrn und viertens das Nicht-Festhalten bis zum Ende. Möge es unser Herr und Heiland schenken, dass wir uns alle immer wieder hüten vor diesen 4 Punkten und immer wieder bleiben an ihm, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.